Moin moin meine lieben Yoshis und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Super Mario All-Stars, das große 200 Abo Special. Wir sind hier bei Mario Bros. 3 immer noch, haben die Welt der Riesen erreicht, die Welt 4. Und natürlich ist auch meine Mutti mit dabei, die sich auch schon ganz gewaltig auf diese Welt gefreut hat. Ja, hallöle ihr Lieben. Ja, die Welt der Riesenmuttern, weißt du das noch? Das waren noch Zeiten, ne? Unsere absolute Lieblingswelt. Kein Gegner zu übersehen, weil sie also klein sind. Ja, voll die Betonung lag auf klein. Hä? Was meinen die damit? Zeigen wir euch. Ja. Zeigen wir euch. Also, das sind doch mal große Knabberblümchen, findet ihr nicht auch? Und große Gummas, guck mal, große sehen die sogar noch hässlich aus. Da sieht man die Reißzähne so richtig. Ja, woran das so liegt, Muttern? Wir haben sie so viel geärgert. Eindeutig. Ja, das glaube ich auch. Pilz! Und tschüss, say goodbye. Ich springe dir aber nicht hinterher. Ich glaube, der Pilz weiß, wie er heißt. Ja, ich weiß. Er hasst mich. Guck dir diese schönen Reißzähne an. So. Langsam frage ich mich, ob du nicht eine heimliche Affäre mit Goomba hast. Ich meine, erst kriegt sie Bum-Bum nicht, weil Bum-Bum sie irgendwie nicht mag. Ja, aber Pilze mit Reißzähne ist doch mal was, du. Sollen das überhaupt Pilze darstellen? Ja, ich glaube schon. Ich meine schon. Du hast den Punkt vergessen. Scheiß auf den Punkt. Und wie du hörst, meine Nachbarn sind auch wieder herrlich sehr aktiv. Sehr aktiv, ja. Die tanzen bestimmt Samba da oben oder so. Garantiert. So. Hey, Sterni. Eine Stern du für hast Drake. Das Eckchen getroffen. Ja, stell dir vor. Unglaublich, wa? Wahnsinn. Oh, guck mal, das sind kleine Trampeltiere wieder, die Ninjas da. Hammerbrüder. Ja, das sind doch die, wo alles... Ja, genau, das sind jetzt die bösen Großen. Das sind jetzt die bösen Großen, Mutti. Die sind ganz mies. Ich frag mich nur gerade, wenn da so ein Fisch ist, nicht? Ob der groß ist? Find's raus. Oh Mann. Zum Glück bin ich ja auch groß. Nein, du bist klein. Naja, ich meine jetzt aber in dieser Welt. Guck mal, einer ist da schon. Und wenn der Kleine schon so groß ist... Naja, der Kleine, der ist eigentlich Standard. Der hat sich eigentlich nicht geändert. Hau ab, du. Ich sag, jetzt bist platt. Halt, nimm mich mit! Nimm mich mit! Du sollst mich mitnehmen. Ach, du blödes Ding. Tja, ich würde sagen, da wurdest du flambiert. Und du bist wieder Game Over. Oh, weh, Mutti. Und schon wieder ein Continue? Also, wenn ich in nichts ein Meister bin, ja? Ja, dann bist du gut. Ja, Leute, aber man darf es ihr verzeihen. Wie gesagt, sie hat ewig nicht mehr gespielt. Also von daher, ne? Ja, sie ist halt nicht so ein Suchti wie ihr Sohn. Und sie hat auch nicht die Zeit dafür. Genau, wenn die Zeit da wäre, würde ich mit sicher auch wohl öfter spielen, aber... Deswegen habe ich ja zu Mutti schon gesagt, wir können gerne immer wieder mal so ein Gamer-Wochenende machen, wo man sich dann mal zusammen trifft, zusammen spielt. Na, einfach nur der guten alten Zeiten willen. Kuckuck, bist du hässlich. Hässlich, geh weg. Böses Feuerball. Drecksvieh. Nein! Und ich springe. Du bist ihr direkt ins Maul geschoben. Ja, die das du, hast die du doch war. Absichtlich gemacht. Ja, hallo, ich muss auch mal ein bisschen Mitleid mit den Knabberblümchen haben. Ich muss ja auch mal Mitleid mit denen haben. Ach ja. Weißt du, was ich hasse? In diese Tunnel rein und raus. Mhm. Oh, wieder Sportrohr. Und hau und rauf. Ja, stimmt. Das hat sich ja nicht geändert. Aber Moni, ich kann dich trösten. Wenn du ein Level schaffst, brauchst du das nicht mehr. Tja. Hat doch was Positives. Ich sollte mal so ein Motorrad oder sowas erfinden. Das war's doch. Ja, ja. Fischi. Ja, Fischi und Kröti, genau. Kommt dir das nicht bekannt vor? Ja, Fischi habe ich. Kröti ist weg. Ich wollte sagen, die hat aber Hunger, du, das sag ich dir. Ist da eigentlich was drin? Ich hab's noch nie ausprobiert, aber ich glaube nicht. Böses Blümchen. Aber zum Glück ist... Hui, das war mehr als knapp. Ja, hat schuldig, Leute. Ich kann's nicht ändern. Na, du! Alter, Ratte, du gib mir meinen Punkt. Aber habt ihr es gehört, wie liebevoll sie mit ihren Münzen spricht? Ja, sein, so richtig mit sanfter Stimme. Ja, ein Sternchen! Und weg ist es. Tja, say goodbye. Einige Dinger mögen mich hier echt nicht. Tja, Mutti, warum soll es dir besser gehen? Wo kommen die denn alle her? Die kommen aus dem Wasser gejumpt. Weg. Und das weg, war noch weg, nicht der letzte. Weg, Sabotage! Weg. Du Mistvieh, du. So kurz am Ende, du. Tja. Viel Spaß. Hab ich kein Problem mit.
Anscheinend aber doch. Nicht so große wie du. Das magst du. Ach ja, Leute, diese Schadenfreude unter Familienmitgliedern, ist es nicht herrlich, Leute? Absolut. Ja, ja. Kies de Kuba. Besser als ja, ich. Ja, 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 ist ja gut. Bin ist aber weitergekommen. Ja gut. Oh weia, Leute. Ach ja, wie gut, dass die Leute uns nur hören und nicht sehen. Ich glaube, sonst würden so einige lang auf dem Boden liegen verlachen. Oh ja, besonders bei den Gesichtern, die wir hier teilweise schneiden. Aber ihr wisst ja, Leute, bei mir wird es keine Facecam geben. Ne, das habe ich ja... Hui. Nicht reinspringen. Lass mich los. Oh, Mist. Chérie, ich liebe dich. Ja, küsse meine Puppe. Küsse meine Hintern. So ein Mistvieh. Ja. Der mochte dich, eindeutig. So, jetzt bin ich gespannt, wie war du. Ja, 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 ist ja gut. Jetzt geht's wieder los. Die Schadenfreude ist groß. Zack. Hast du irgendwie suizide Absichten? Ja, so, ja, glaub, frag ich mich manchmal auch. Verpiss dich. Vergiss die Taler. Scheiß auf die Taler. Ich will das da oben. Sterne. Ja, das wollte ich auch, aber der war schneller weg, als mir lieb war. Tja. Weg mit euch. Guck mal, da bin ich doch kurz vorm Ziel vorhin abgekackt. Das kann ja wohl nicht sein. Das ist dumm gelaufen, Mutti. Denk dran, gelaufen. Die Ecke. Da ist sie, die Ecke. Da ist sie, die Ecke. Gott, sorry, Leute. Das sind gerade meine Trollig 5 Minuten. Stopp, der Eistee, der schlägt langsam an. Ach ja. Tüdel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 ü
Die sehen ja figurmäßig schon ein bisschen ähnlich. Ja. Tschüss. Deswegen muss das Bild, die im Bikini, bestimmt cool werden. Ah, Mutti, komm, das habe ich gerade so verdrängt. Meine Mutter und ihre Hammerbrüder, das sind ihre besten Freunde. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wie sie die mögen kann, aber naja. Vielleicht noch so schön in grün mit lila Pilz. Ja, ja, doch, der Mut. Ja, mein schöner Pilz. Mein schöner Pilz. Ja, so. Komm runter. Wieso bin ich gestorben? Du, er hat nur das gemacht, was du ihm gesagt hast. Er ist runtergekommen. Der hätte mich gar nicht treffen können, aber erzählen wir keinem. Naja. Sau du. Anscheinend hat er einfach nur gut gezählt. Ja, schätze ich auch. Ach nee, damit kann man mit den Musik, den kann man nur die Ninjas auf der Karte. Mhm, das sind übrigens immer noch Hammerbrüder, keine Ninjas. Ja, für mich sind das immer Ninjas. Ja, ja, genau, stimmt. Die Quallen sind für dich elektrisierte Meerschweinchen. Mal gucken, was die Gegner noch so für schöne Spitznamen von dir bekommen. Ja. Das hat sich in den Jahren einfach so eingebürgert. Weil früher wusste ja kein Mensch, wie diese Dinger heißen. Aber ich kenne das. Wie war das bei Mario 64? Das Vieh heißt Sparky und nicht Energini. Ich habe ihn immer Energini genannt. Man sollte vielleicht mal ein Stückchen weiterspringen. Ja, das dann könnte manchmal helfen. Hi, guck, siehst du, ist doch schon wieder ein Continuum. Nice. Mensch, Mutti, du bist ja eine große Sammlerin. Muss ich dir ja lassen. Toll, wieder ganz nach hinten geworfen. Naja, wenigstens hast du einen Vorteil. Wir brauchen die Level nicht nochmal machen, weil wir können dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Das zum Glück. Ist ja auch was Positives. Du bist doch ein Arschkeks. Du hast doch mitgekriegt, dass es nicht klappt, wenn du springst, wenn er springt. Ja, 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 ja. Das ist doch wieder ein Arschkeks. Das ist doch wohl nicht wahr. Also rein da. Genau. Und Hobby. Aber guck mal, was wieder da ist. Mein Pilzhäuser. Na, oh, sie und ihre Pilzhäuser. Sie hat ja nicht schon genug Items. Nein, müsst ihr nicht denken. Ich hab ja schon wieder welche verschwendet. Guck mal, guck mal. Aha. Du weißt aber schon, gegen die Käfer nützen die nichts, ne? Nee, aber gegen die fetten Ninjas. Mutti. Komm mit mir, mein Bett. Vielleicht mal ein Schwänzchen nehmen sollen, wäre vielleicht noch besser. Nee, ich dachte, da ist die Feuerblume wirklich von Vorteil. Weil da mit den Tanuki musst du nämlich zu nah dran. Da ist nämlich das Problem. Ja gut, aber man könnte Anlauf nehmen und rüberfliegen. Das wäre jetzt so meine Option gewesen. Ja gut, das könnte man auch machen. Das ist ja wohl nicht mal wieder zu früh gebremst. Ey. Nein, du bist zu früh gesprungen. Das war dein Problem. Ja, und gebremst. Dieses typische Zurück. Ach, Mutti. Ganz böse. Aber gut, euer Drake muss gerade lachen. Gerade euer Drake. Er, der Meister mit dem Hammer. Verpiss dich. Du bist doch eine Mistsau. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Böse. Ja, der ich werde das jetzt mit dem Schwänzchen probieren. Der hat mich gemobbt. Das wird mich doch jetzt nutzen. Eigentlich müsste man doch da... Die sagt, verzeiht meine Mutter, wenn sie ein bisschen leise spricht. Sie kann leider stimmlich nicht lauter sprechen. Ne? Also, ich hoffe aber trotzdem, dass es immer noch hörbar ist, weil das Mikro ist eigentlich so nah, das sollte eigentlich hören. Sie ist gerade im siebten Himmel. Fly, fly, high in the sky. Was ausgezeichnet. Mit dem Schwänzchen kommst du auch leichter über die Abgründe. Komm her, du Kleiner. Jetzt gibt's Käferpaste. Ist sie nicht süß, wie so ein kleines Kind am Weihnachtsmorgen? Ui. Nein, bitte nicht. Nein, ist jetzt nicht wahr. Oh Mann, oh. Das kommt doch mal, wenn man ich versucht. Ich will aus dem Arm. Oh, ich tröste dich nach der Aufnahme. Mann, ey. Oh Gott, ich stehe auch kurz vor Game Over. Das gefällt mir gar nicht. Oh Gott. Jetzt dope ich mal mit einem Schluck Kaffee. Jo, mach das. Lass ihn dir schmecken. Alter, gut, dass der Hammer nicht bis nach hinten durchgeht. Das hätte sonst wer weiß wie geändert. Das sag ich dir. So, jetzt mal ein bisschen Geduld und vor allem mal die Renntaste loslassen. Das könnte manchmal echt helfen. Denn wenn ich etwas nicht tue, ist es die Renntaste los. Und verpiss dich, meins. Genau wegen dem blöden Käfer bremse ich immer so früh, weil ich genau weiß, der kommt mir entgegen. Du? Ich bremse zu früh. Ja, mein Problem ist, ich habe immer das Problem, dass ich mit der Renntaste verheiratet bin. Wir leben immer in... Du bist doch ein Mistpilz.
Irgendwie hast du ein Richtungsproblem, kann das sein? Ja, so ganz leicht. Ganz leicht. Ganz leicht. Verpiss dich. Irgendwie sehen die Dinger, wenn die sich drehen, ja irgendwie aus wie so eine Geburtstagstorte, wo man die Kerzen nach unten gedreht hat. Stimmt jetzt, wo du es gerade erwähnst? Ich bin Game Over! Scheiße, Mutti, ich glaube, bis zum Schloss kommen wir, weiterkommen wir jetzt nicht in diesem Part. Na, oh, ja, mein erstes Game Over, oh Gott. Das heißt, wir dürfen. Sei froh, ich habe schon gefühlte 30. Du weißt schon, dass wir jetzt die. Ja, natürlich, sie überlässt mir natürlich die zweite Welt. Natürlich! Komm, vorhin war es umgedreht, ne? Die haben aber schöne weiße Zähne, was die wohl für eine Zahncreme benutzen? Hm. Ich glaube, das nennt sich Dr. Gumba Best. Ich meine, hast du dir mal die anderen Gumbas angeguckt? Die haben doch auch so schön strahlend weiße Zähne. Hab ich dich. Die springt wirklich wie jeden einzelnen Taler zurück. Geht gar nie, da kommt man nachher runter. Genau, da war was. Stimmt, stimmt, da gab's irgendwo eine Secret. Aber sag mal, hast du mal eigentlich gesehen, dass bei den Gumbas die Augenbrauen zusammengewachsen sind? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Man sagt doch immer, bei Leuten oder Tieren, wo die Augenbrauen zusammengewachsen sind, die sind doch bösartig, ne? Mhm. Oh, ich liebe diese Musik, allein der Soundtrack ist schon... Oh, guck mal, jetzt kann ich ein Schwänzchen kriegen. Juhu. Ja, jetzt musst du halt nur aufpassen. Ich weiß nicht, irgendwo da oben weiß ich, gab es noch ein Secret. Ja, das ist auch so. Aber ich glaube, dafür musst du fliegen können. Richtig. Ich sollte aufhören, mit Kevin das Spiel zu spielen. Böse. Böse, böse, böse. So, jetzt krieg ich meinen Punkt wieder nicht. Aber ich will jetzt auch nicht unbedingt wieder zurückgehen. Wie? Nicht? Du lässt den Punkt wirklich mal in Ruhe? Sag mal, wo war denn die? Irgendwas ist da. Nee, da hab ich was vergessen. Das geht ja gar nicht. Hallo, Schildkröte. Toll. Oh Gott. Na, du altes Mist. Ich wusste. Na toll. Jetzt kann ich da nicht mehr hoch. Wie finde ich das denn? Tja, das ist jetzt natürlich doof. Ja. Du wolltest unbedingt deine Münze haben. Selbst... So. Egal. Na toll, das hab ich gesagt. Super. Das gibt ein Highlight. Best of Mutti. Best of Mutti. Best of Mutti. Das ist schon mal klar. Böse Schildkröte. Da werde ich ein Best of draus schneiden, das glaubt mir, Mann. Ein Best of, das deiner würdig ist. Oh. Das war ja jetzt wohl echt mies, oder? Das war genial. Man sollte sich nie zu sicher fühlen. Das ist dumm gelaufen. Tja, Leute, und jetzt seht ihr, das kommt davon, wenn man so gierig ist. Ich sag's ja immer wieder. Aber hört sie auf mich? Wenn ich das nicht wäre, dann hätte ich ja nach jeder Runde einen Continue hinterher. Moment, ach, so wie die Lage so ist. So schlecht bist du nun auch wieder nicht. Ich muss mehr üben. Eindeutig. Ja, komm her. Dein Sohn übt gerne mit dir zusammen. Das sollte man echt mal öfters machen. Du blöde Sau. Du verarscht mich jetzt. Wieso drehst du dich jetzt um? Hast du den am Popo gekitzelt da? Ich hab keine Ahnung, irgendwie. Keine Ahnung, was der von mir wollte. So ein mieses, fieses kleines. Gott, Ding. Sind wir schlecht! Das kannst du. Wobei, schlechter als schlecht muss man ja schon. Ich glaube, es schlagen schon ganz viele Leute die Hände über den Kopf zusammen. Glaube ich auch, aber gut, man muss aber auch bedenken, es ist jetzt das fünfte Video, was wir jetzt zusammen aufnehmen. Und eins kann ich dir jetzt schon sagen: Wenn dein kleiner Bruder dieses Video sieht, der wird ein schadenfrohes Grinsen im Gesicht haben. Ja, und das Schlimme ist, dass wir, werden wir uns die nächsten Jahrhunderte anhören dürfen. Das mindestens. Das von deinem Ehemann und deinen Freunden ganz zu schweigen. Na? Das denke ich allerdings auch. Aber es macht nichts. Guck dir diese fantastischen Augenbrauen an. So, du komisches Tier. Ich würde sozusagen den Block. Wieso geht das? Ah, wahrscheinlich, weil du nicht nah genug dran bist. Und jetzt ist er einfach weg. Tja, du kannst ihn aber auch kaputt machen. Jetzt habe ich erstmal was. Jetzt will ich mal etwas Cookie machen. Wieso geht das jetzt hier nicht? Eigentlich solltest du. Geht's doch nicht! Okay, dann brauche ich das Kröti. Wobei, ich glaube, es reicht vielleicht sogar... Nee, ich brauche das Kröti dafür. Nee, nicht zwingend. Wenn du die Blöcke kaputt machst, hast du genug Platz zum Anlauf nehmen. Ja, aber ich muss diesen Eumel da loswerden. Ah, du! Tja. Nein, ich und benutze keine Schimpfwörter. Nein. Wir sind ja Familie. Ich will auch. Die lassen mich. Tja, alles dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Aber so weit schon. Aber das kann passieren. Jetzt krieg ich meinen Punkt wieder nicht. Na egal, okay.
Wir sind jetzt mal hart zu einem selber. Ja, Mutti, Verzicht ist manchmal besser. Jetzt habe ich auch die Schnauze voll von dir. Komm, du bist jetzt kurz vorm Ziel. Mach jetzt keinen Scheiß und dann kommst du auch ins Ziel. So, stell dich da hin an die Wand, du warst böse. Pfui. So, und Hobby. Und Ziel. Sehr schön. Bam. Wow. Nice. Trotzdem ist mein Punkt immer noch da. Aber das wäre ja zu riskant gewesen. Tja, Mutti. 10% Verlust sind immer. Naja. Und das von da oben reden wir gar nicht, ne? Weißt du, wie viele Taler da noch im Wasser waren? Tja. Wie soll ich sagen? Ich habe die Probleme nicht, Mutti. Die Geldgier ist leider an mir vorbeigerannt. Ich brauch das ja, sonst bin ich ja noch schneller tot als. Verpiss dich! Man kann auch in keine Röhre reingehen, ne? Nicht. Also in die. Also zumindest jetzt in dem Level hier nicht. Jedenfalls nicht, dass ich. Also ich glaube, bei dem Level ist echt Jump and Run und du hast nicht viel Was war das denn? Das ist doch. Leute, ey, das ist Betrug. Das ist peinlich, nur dann, wir sind jetzt 21 Minuten in der Aufnahme und wir sind immer noch nicht weiter. Böse. Das ist irgendwo traurig, wenn ich das mal so recht bedenke. Ja. Aber egal. Aber das Schöne ist ja, dass ja nicht nur ich abkacke hier. Das muss ich jetzt ja auch mal betonen. Also liegt die Schuld ja nicht nur allein bei mir. Die Wahrheit ist es, ich will nicht zu gut spielen, weil Nein, Spaß. Ach, ich hab ein Schwänzchen. Wie schön. Ich hab ich hab mein Schwänzchen noch. Ich hab mein Schwänzchen noch. Das war's. Ich wollte sagen, jetzt wärst du wahrscheinlich noch. Jetzt, wenn du. Wenn du jetzt absäufst, lache ich dich auf. Also sag mal, das ist ja wohl nicht wahr hier, ey. Das kannst du ja wohl irgendwo. Tja, Mutter, und das war's mit deinen Punkten. Dabei hättest du so schöne, viele Punkte haben können. Hau ab! Nein, nein, lass mich da auf. Lass du mich da auf. Lass mich da auf. Bitte, 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 bitte. Wow. Ich würde sagen, Muttis Gebet wurde erhört. Komm, jetzt mach wenigstens das Ziel noch voll. Mai, oh mai, oh mai. Das gibt auch so miese Dinger, wo dann plötzlich da so ein Hammerbruder steht, als letztes du kommst raus und flatsch hast einen Hammer im Gesicht. Ist nicht das erste Mal mir passiert. Ich weiß, wovon du redest. Oh, guck mal, die Blümchen tanzen auch mit für die Pfanne. Ja, ich kann's mal sehen. Oh Gott, das stimmt, das ist ja wieder das Scheiß-Level. Du Sack. Edge, daneben. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, bei mir nicht. Nicht bei mir, geh weg. Wie heißen die Dinger eigentlich? Ich glaube Bass Beetle irgendwie, keine Ahnung. Ich müsste jetzt selbst nochmal nachgucken, wie die genau heißen. Kuckuck. Und wer, der Pilz geht wieder in die andere Richtung. Ach komm! Das ist doch jetzt nicht wahr! Shit, ob Augen zu und durch. Geh weg. Echt, wie so eine Geburtstagstorte. Siehst du, nicht nur ich springe zu. Okay, gut, wir müssen wirklich die Schildkröte nutzen. Das dann geht nämlich auch. Da kriegst du nicht genug Speed zusammen, oder ich bin zu früh gesprungen, keine Ahnung. Oh je, oh je. Ich glaube, wenn wir bis zum Castle kommen, ist das viel. Ich ahne es. Hab ich da noch was Schönes, was ich vielleicht machen kann? Ein Wölkchen hast du nicht, sonst würdest du das Level zum Beispiel überspringen und ich Nee, das ist ja doof. So viel Continuous wie ich habe, ist das nicht wirklich sinnvoll. Mach doch mal Platz da. Tja. Boah, der hat mich mit dem Bauch weggeschubst, hast du das? Tja, das nennt man einen Bauchtackle. Der hat grün gestreifte Sachen an. Das trägt doch auf, das macht doch dick, Mensch. Tja, Mutti, ich kann nichts dafür. Aber wir haben ja hier unsere selbsternannte Modepolizei. Das reicht doch. Ey, gut. Nice. Das war ein Kinnhaken vom Feinsten. Du Sack. Denk dran, da hinten. Ja, diesmal versuche ich dran zu denken. Wahrscheinlich wird Weil ich schaff das nämlich definitiv nicht. Oh, oh. Oh. Das war haarscharf. Haarscharf. So, jetzt gib mir den blöden Pilz. Pilz? Pilz? Du bist doch ein Aschkeks von einem Pilz, ey. Böse. So, komm hoch. Nee, das war doch die schmale Seite, ne? Achso, stimmt. Ja, sehe ich auch gerade. Ich wollte sagen, wieso bremse ich da jetzt ab? So, genau da war der Sack. So.
So, alle hopp. Das sind Dinger, die werde ich nie lernen. Ja, da, doch, das lernst du. Wenn du es oft genug spielst, dann lernst du genau, das auch. Das war dann was Schönes. Ja, Punkte. Und die gehören alle mir. Und das One-Up auch. Zumal ich brauche das One-Up eher als du. Stimmt. So. Das kommt darauf an, wie man die Häufigkeit des Sterbens sieht. Ja, aber denk dran, wenn ich Game Over gehe, können wir die ganze das Scheiße... Das ist auch so ein mieses Ding da, ne? Du meinst das hier in der ja. Mitte? Das hasse ich. Ich will damit gar... Obwohl... Ja, genau, weil der beweglich ist. Und wenn du da nie aufpasst, dann ja, schmeißt er Notenblöcke lassen grüßen. Dann lässt er dich schneller runterfallen, als du kommen kannst. Okay, nur kein Fehler. Ich geb mir Mühe. Feini! Sehr schön. Das heißt, wir können sogar noch das Castle zeigen, bevor wir dann ja, Halbzeit machen müssen. Du hast sogar die Ecke wieder getroffen. Ich achte da nicht drauf. Ich renne durch und spring rein. Hauptsache, ich erreiche irgendwas. Das sind doch Pilzhäuser. Guck mal. Ja. Was macht denn die Welt 4, wo gleich haben? Das ist ein Wasserlevel in groß. Und Lakito ist dort. Toll. Was ist los, Mutter? Auf einmal nicht mehr so schön? Das sind doch diese miesen Fliesen, kleinen Flämmchen. Ja, genau ne? Die. Das war knapp. Moment, da war noch was, genau. Pass auf, oben dreh kommt, genau. Von da oben kommt ein so ein Ding. Ach, diese kleinen Viecher. Hier kommt ein... Ah! Zu spät, Feuer in der Büchse. Tja, ich habe noch eine miesere Nachricht für dich. Ich habe schon wieder ein Continue. Oh je, aber wir haben gleich einen Vorteil. Wir können gleich die untere Röhre benutzen. Das ja. heißt, wenn du dann zurückgeworfen wirst, hast du einen Vorteil. Na toll, alle meine Level wieder da. Deswegen hoffe ich jetzt, dass ich die Burg schaffe. Dann können wehe wir auf nicht. Die... Wehe ja, nicht. Danke. Immer dieser Erfolgs- und Schaffungsdruck, Alter, den hätte ich ja fast vergessen wieder. Verpiss dich. Aber die Flämmchen sind ja irgendwo niedlich, ne? In irgendeine Röhre konnte man doch da reingehen, oder nicht? Ich werde es gar nicht erst ausprobieren. Weil du siehst wahrscheinlich mal, da lauert schon eine. Ja, 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 aber ist die sind ja schnuckig, ne? Aber die haben ja nicht mal ein Gesicht. Schade eigentlich. Verpiss dich. Na, Trumpy, alles senkrecht? Guck, und der hat doch eine Schirmmütze auf. So. Oh ja, bitte gib mir den Pilz. Gib mir den Pilz. Siehst du das? Der hat echt eine Mütze auf. Ich hätte echt schon können, dass das irgendwie ein Band oder so ist. Egal, Mode-Accessoires. Naja, vielleicht schreibt mir jemand in die Comics, was das wohl... Ja, genau. Feinfälte vielleicht weiß es einer. Und guck mal, da ist er, dein Bum-Bum. Guck dir diese Muskeln an, ne? Ach, scheiß auf den. Das Einzige, was wäre, ey, also kuscheln mit denen, der ist mir ein bisschen zu stachelig, ne? Das wäre schon Schatz. Wieder ein wenig kompliziert. Ja, da könntest du recht haben. Aber egal, wir sind immerhin bis zur Burg gekommen. Aber sonnengebräunt, ne? Das muss man doch echt sagen. Typisch Frau-Leute, immer nur aufs Äußere achten. Das ist so schlimm mit denen. So, aber bevor meine Mutti jetzt ihren Turn anfängt... Wir sind leider am Ende des Parts. Ja, ich weiß, wir sind grottenschlecht. Wir brauchen viel zu lange für das Spiel. Aber wir haben unseren Spaß dabei. Richtig. Und wir hoffen natürlich, ihr auch. Genau. Ja, damit würde ich sagen, gebt uns fleißig einen Daumen hoch, kommentiert fleißig, konstruktive Kritik gerne her damit. Klappt einfach die Videobox auf, dann seht ihr die Facebook-Seite von meiner Mutter mit ihren Haustieren und den witzigen Geschichten dazu. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.